Okay, du hast dir Kartoffeln und Tomaten ausgesucht und ja, ein klassisches Gericht aus Kartoffeln und Tomaten. Pommes mit Ketchup. Okay, machen wir Pommes mit Ketchup. Los geht's. So, für den Ketchup braucht ihr natürlich erstmal Tomaten. Ich habe hier 500 Gramm. Da könnt ihr jetzt erstmal die Blüte rausschneiden. Und die könnt ihr einfach in grobe Stücke schneiden. Also vielleicht halbieren und dann noch dreimal durchschneiden. Dann habt ihr hier 125 Gramm Zwiebeln, also zwei Stück in diesem Fall. Die könnt ihr genauso grob klein schneiden. Und eine Knoblauchzehe könnt ihr ganz einfach in Scheiben schneiden. Dann könnt ihr alles in einen Topf geben. Dazu kommt jetzt noch eine gute Portion Pfeffer, ein Esslöffel Tomatenmark und der soll den Geschmack nur noch ein bisschen intensiver machen. Also wenn ihr Tomatenmark nicht zu Hause habt oder das einfach nicht nehmen wollt und das nur aus frischen Tomaten machen wollt, könnt ihr es entweder einfach weglassen oder ihr nehmt vielleicht noch eine kleine Tomate mehr dazu. Ein halber Teelöffel Paprikapulver, ein halber Teelöffel Thymian und ein halber Teelöffel Muskat. Außerdem noch einen Esslöffel Ahornsirup und 60 Milliliter naturtrüben Apfelessig. Außerdem noch eine kleine Prise Salz. So, das Ganze könnt ihr jetzt einmal durchrühren. Dann noch ein Lorbeerblatt dazugeben. Und jetzt kann das Ganze erstmal einmal aufkochen und dann auf kleiner Stufe eine Weile vor sich hin köcheln. So, und wenn ihr den Ketchup runterschaltet ins untere Drittel, dann könnt ihr ihn auch abdecken. Ich habe jetzt keinen Deckel hierfür, deswegen lege ich jetzt einfach mal einen Teller rauf. Und dann kann das so weiter vor sich hin köcheln. So, dann jetzt an die Kartoffeln. Ich habe jetzt hier 500 Gramm. Die schäle ich jetzt erstmal. Dann könnt ihr die Kartoffeln schon mal in Stifte schneiden, ungefähr mal 1 cm breit. Das könnt ihr einfach ein bisschen abschätzen. Also es muss jetzt nicht unbedingt perfekt sein. Bis ihr dann ungefähr solche Pommesstifte habt. So, damit habt ihr schon mal ein paar Pommes. Die müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwaschen, damit sozusagen die Stärke abgeht. Also einfach ein bisschen durchspülen, ausgießen und dann auf ein sauberes Handtuch geben und die Pommes wieder trocknen. Dafür am besten ein bisschen hin und her reiben. So, und damit sind eure Pommes fürs Frittieren soweit schon mal vorbereitet. So, der Ketchup hat jetzt schon eine Viertelstunde gekocht. Dann könnt ihr jetzt eine Hand frischen Basilikum und eine Hand frische Petersilie dazugeben. Einmal unterrühren und ihn dann noch ein bisschen weiter köcheln lassen. Dann braucht ihr einen zweiten Topf und ein hocherhitzbares Fett. Ich habe jetzt hier Kokosfett genommen. So, nachdem der Ketchup jetzt ungefähr eine halbe Stunde gekocht hat, könnt ihr jetzt den Deckel mal abnehmen und ihn noch ein bisschen weiter ohne Deckel köcheln lassen. So, das Fett habe ich jetzt erstmal auf die höchste Stufe erhitzt, denn ja, Pommes frittiert man normalerweise zweimal. Und zwar einmal bei etwas geringerer Temperatur, also 140 bis 180. Und das zweite Mal dann bei 190 bis 200 Grad. Das kann ich jetzt vom Topf ein bisschen schwer bestimmen. Deswegen werde ich einfach die Temperatur beim ersten Mal ein kleines bisschen niedriger halten und dann beim zweiten Mal auf die volle Stufe setzen. Zum Erhitzen allerdings habe ich jetzt erstmal ganz hoch geheizt. Schalte es jetzt ein bisschen runter und gebe dann schon mal die erste Portion Pommes rein. Ihr solltet auch nicht zu viele Pommes auf einmal reingeben. Also ich glaube, das mache ich jetzt in zwei Durchgängen. Denn dann passiert es zu leicht, dass das Fett zu sehr runterkühlt und sich die Pommes einfach unnötig mit Fett vollsaugen. So, nach ungefähr 7 Minuten könnt ihr die Pommes schon mal rausnehmen. Die sollten dann immer noch so blassgelb sein. Dann könnt ihr noch mal ganz kurz auf höchste Stufe schalten und das Fett noch mal ein bisschen hochheizen.
Dann wieder ein kleines bisschen runterschalten und die zweite Portion Pommes reingeben. So, und während den 7 Minuten können wir jetzt schon mal den Ketchup fertig machen. Dafür müsst ihr erstmal das Lorbeerblatt rausnehmen und den Ketchup erstmal schön fein pürieren. Dann braucht ihr ein zweites Gefäß und ein Sieb und da siebt ihr jetzt den Ketchup ganz einfach durch. Mit dem Löffel könnt ihr das ein bisschen beschleunigen, indem ihr einfach so ein bisschen über den Grund kratzt. So, bis ihr zum Schluss bloß noch solche trockenen Überreste habt. So, den Ketchup könnt ihr einfach wieder zurück in den Topf geben und schon mal wieder auf den Herd stellen. So, die zweiten 7 Minuten sind jetzt auch schon um. Das heißt, die Pommes können wir schon mal rausnehmen und das Fett wieder hochheizen. Den Ketchup könnt ihr wieder anschalten. Dann braucht ihr ca. 1 bis 1,5 Teelöffel Stärke und die verrührt ihr mit ca. 10 Esslöffel Wasser. Dann könnt ihr nebenbei schon mal euren Ofen vorheizen auf 125 Grad. Den brauchen wir gleich, damit wir die Pommes so ein bisschen warm halten können. Außerdem braucht ihr ein Backblech mit ein bisschen Backpapier. So, der Ketchup kocht jetzt, das heißt, da können wir jetzt erstmal die Stärke einrühren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihn jetzt entweder in eine ausgewaschene Flasche oder ein ausgewaschenes Glas füllen. So hält sich der Ketchup auch eine ganze Weile. So, das Fett ist wieder heiß. Das heißt, ihr könnt wieder eine Portion Pommes reingeben. Diesmal aber lasst ihr die Temperatur oben. So, die Pommes sollten eigentlich relativ schnell braun werden. So, ca. 1 oder 2 Minuten länger sollte das jetzt nicht mehr dauern. So, und wenn die Pommes braun und knusprig genug sind, dann gebt sie einfach auf das Backpapier. Am besten immer ein bisschen abtropfen lassen mit der Schöpfkelle. Und die könnt ihr gleich mal in den Backofen schieben. Sobald das Fett wieder heiß ist, könnt ihr dann die zweite Portion Pommes reingeben. Und nebenbei könnt ihr euch schon mal ein bisschen Gewürz vorbereiten. Und zwar habe ich hier 1 bis 1,5 Teelöffel Salz mit 1/2 Teelöffel Paprikapulver vermischt. Damit habt ihr schon mal euer Pommes-Salz. So, nach ein paar Minuten sind die wieder fertig. Und wenn ihr jetzt mehr Pommes gemacht habt als ich, also 500 Gramm sind ja eigentlich nicht so viel, dann könnt ihr die jetzt wieder aufs Backblech geben und dann die nächsten Pommes frittieren. Ich gebe sie allerdings jetzt erstmal in eine große Schüssel, gleich zusammen mit den Pommes, die noch im Ofen sind. Das mit dem Ofen lohnt sich auch eigentlich nur, wenn ihr wisst, dass ihr mehr Pommes macht. Ja, bei so wenigen jetzt hätte ich die auch einfach vorher gleich in die Schüssel geben können. Aber so bleiben sie auf jeden Fall schön knusprig. Dann nehmt ihr ein bisschen von eurem Pommes-Salz. Jetzt nicht alles, das wäre ein bisschen zu viel. Reingeben. Ein bisschen durchschütteln. Und fertig sind eure selbstgemachten Pommes. So, selbstgemachte Pommes mit selbstgemachtem Ketchup. Ja, besser geht's eigentlich kaum noch. Beim Ketchup könnt ihr übrigens noch ein bisschen variieren. Zum Beispiel mehr Ahornsirup reinmachen, damit das Ganze ein bisschen süßer wird. Oder auch vielleicht ein bisschen mehr Salz. Oberlecker. Ja, wenn ihr noch die anderen Kombinationen ausprobieren wollt, dann klickt einfach mal hier auf zurück. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!